fährt, Alter. Mal links, mal rechts. Ey, Bruder, hallo? Du, Helion? Hallo? Hä? Wo ist der hin? Ich weiß nicht, oder? Wo ist der hin? Da vorne ist er. Was? Da steht auf dem Burrito steht als Kistenkarre drauf. Moment. Ist hauptsächlich für die Kisten zum Dealer zu fahren und zurück. Ich habe alle meine Burritos angemeldet. Da wird schon zu oft umgezogen sind und weiß nicht was, dann habe ich keinen Bock. Also ich habe ja immer eine Reihe. Ist ja nur so, aber zum Ausrüsten hast du 25 Stacks dann in meinem Muni. Ich habe eigentlich immer Langwaffe dabei, egal wo ich hinfahre, aber das ist ja nicht. Ja. Lol, Alter, ich bin aber RIP. Oh ne, doch nicht. Hä? Wie ist das gerade passiert? Was? Oh mein Gott. Wie viel Lack ich einfach habe. Real Talk. Alter. Du bist so ein Hund, Alter. Junge, ich stehe hier. Was mache ich denn? Ja, fährst du mal nach vorne und fährst mich um. What the fuck? Hey, was ist los? Ich soll mich draußen unterhalten. Wäre gar kein Problem gewesen. Nein, sie machen hier auf Obermacker. Alter. Eine Obermackerin. Und dann uns noch als Obdachlos beleidigen. Trotzdem, bis die Person da ist, gehen sie jetzt auf die andere Straßenseite. Nein. Wir tun da nicht, wir sind doch normale Zivilisten. Ey, ich bin hier, ich hab hier auf keinen Kopf geschossen, ich hab hier keinen beleidigt, gar nichts. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist aus Versehen ein bisschen lauter gesprochen. Jetzt dumm rumprovozieren, richtig. Wo provoziere ich rum? Was? Meine Forderung ist einfach nur, dass die Bitte sagen. Mehr ist es doch nicht. Ich sag sie nicht, Punkt. Ja? Ich mach die Regeln und nicht sie. Nee, ganz sicher nicht. Sicher? Nee. Wollen sie festgenommen werden? Nein, will ich nicht. Ich will einfach. Warte mal. Warte, ich ruf mal den Hooker an. Ich glaube, es hackt langsam hier im Start, Alter. Der kann nicht mal bitte sagen. Wo bin ich denn hier gelandet? So, Digga, wir sind am Telefon. Warte, ich leck mal was auf. Ich ruf Fuka an, Bruder. Ja, ist gerade leider keiner da, der sich... Ja, wahrscheinlich ist keiner da. Genau. Ach, sie haben jetzt noch genau 2 Minuten Zeit, sonst haben alle... Welchen Rang haben sie denn beim BD, wenn ich frage? Ne? Das muss ich Ihnen definitiv nicht sagen. Aber sie können, sie können aber keinen Platzverweis geben. Für was denn? Doch, das können wir. Wir haben das Hausrecht hier und wir können Platzverweis vergeben. Und der muss nicht mal begründet sein. Richtig. Ach so. Und deswegen gehen sie jetzt, die Zeit tickt. Ja, ich warte noch, ich warte noch die 1 Minute 58 hier ab, damit ich ein wenig mein Recht habe. Bist du am PD? Ja, hier ist so eine Gurken. Hat der gerade gesagt Gurkentruppe? Der... Haben sie gerade Gurkentruppe gesagt? Ja. Für meinen Bruder? Ja, die tragen ja, ich auch, komm, richtig. Ja, ja, hat er mich jetzt gehauen, jetzt ist er festgenommen. Genau, ja. Gurkentruppe, Digga. Die einzige Gurkentruppe, die hier rumsteht, sind sie.
Die machen sich hier komplett zum Affen. Ja? Die haben doch hier irgendwie so ein Muckverhalten und nicht wir. Also benimmt sie dich jetzt, verdammte Scheiße. Haben nicht verstanden. Na los, komm, nimm mich fest. So, Kollege, du nimmst Abstand. Abstand nehmen, jetzt. Ja, aber wir müssen jetzt aber auch hier nicht reinbeleidigen. So, Herr Pfann. Beide Abstand nehmen. Ja, aber der beleidigt doch hier uns und sowas. Was soll denn das? Hey, ich muss mich doch nicht hier als Obdachlos oder Gurkentruppe beleidigen lassen. Müssen wir mal bitte mit den Ranghöchsten von Ihnen sprechen. Ja, ja, das ist er. Ja, wissen Sie was? Wir stehen hier drinnen. Ja, wollen einfach nur chillen so ein bisschen, ohne Stress. Er sagt, wir sollen hier rausgehen, wir sind obdachlos, ja, ohne Bitte zu sagen. Ey, das wäre auf keinster Weise so. Das wäre auf keinster Weise so eskaliert, wenn ich einfach nur gesagt hätte, ich bin raus. Sie haben das Recht zu schweigen, Recht auf einen Anwalt. Ich wüsste die ganze Zeit. Weißt du, dann sagt er so, wir sollen rausgehen und sowas. Dann gehen wir raus, dann sagt er so, wir kriegen Platzverweis, ohne Grund und nichts. Ja, das Ding ist, Platzverweise können wir erteilen. Ja, aber wir machen doch nichts, wir chillen hier. Ja, aber es geht doch einfach. Wissen Sie, wir sind einfach nur hier und reden und sowas. Wir wollen einfach nur ein bisschen Smalltalk halten mit den Polizisten, mehr nicht. Er ist doch zu uns angekommen, er meinte doch gleich so rumzuschreien. Nur weil er keinen Bock hat, beleidigt er uns hier als Suppengurken und sowas? Ja, ja klar, jetzt, das ist da raus und kann ich sehen, aber versucht ihn zu schlagen und sowas. Der ist auch gerade in Land. Kann ich euch denn helfen? Nee, gar nicht, wir wollten ja gut. Gut, dann kommt mal mit, ne? Wollen Sie sich irgendwie offiziell beschweren? Ja, beschweren, oder ja, mein Bruder soll nicht im Kann ich mich keinen Anwalt nehmen oder so? Nee. Nein, haben Sie kein Recht dazu, erst ab 30 Hafteinheiten. Wie, ab 30? Sie tatsächlich nicht. Ja. Erst ab 30 Hafteinheiten haben Sie. Wie glaube ich denn? 20? Das nur, weil Sie nicht einfach Bitte gesagt haben. Merken Sie. Ja, ich muss nicht Bitte sagen. Doch, müssen. Hä, wo haben Sie keinen Anstand oder was? Klar. Ja, wo sind Sie ja auch groß geworden? Wir sind in meinem PD. Ja, juckt mich, ob das hier PD ist. Ja. Trotzdem kann man Bitte sagen. Bitte. Nee. Ja, ist okay, ey. Ja, wirklich. So ein Kindergarten fallen. Ja, richtig, vor so kleinen Würfelpark-Drecksäcken sage ich ganz sicher gar nichts. Was für Würfelpark-Drecksäcken, ne? Ihr chillt doch die ganze Zeit am Würfelpark. Mhm. Wir machen gar nichts. Nee, ich glaube, der Würfelpark ist gerade mit 3 Mann ins PD umgezogen. Ja. Bleibst du mal stehen. Nein, 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 nein! Nein, ich stecke fest! Nein, doch nicht! Doch, ich stecke fest! Ich komme hier nicht raus! Nein, ich stecke fest! Ich komme! Es geht, geht. Oh, ey, jetzt hab ich gerade gewendet! Abgezogen! Ich hoffe, du wirst bei der nächsten Brücke aufstehen! Du musst vorhin den ganzen Weg rückwärts fahren im Tunnel, weil ich mich auf dieser großen Brücke einmal wirklich gedreht habe. Oh nein, ich fall runter! Nein! Wo bist du hin? Was war's? Hey, wo bist du? Ich bin die Brücke runtergefallen. Boah, das hat ja richtig weh getan. Ach, du bist doch... Das war Karma, weil du mir gewünscht hast, dass ich das mache. Ja, in dem Moment. Ah. Oh mein Gott. Da kommt ein Auto entgegen. Oh. Das ist, man schätzt es voll falsch ein. Oh, jetzt kommt die Brücke, ey. Ich glaube, jetzt werde ich sterben. Oh nee. Oh oh. Oh, oh. Oh, ich bin durch. Ich fahr, glaube ich, besser, als wenn ich nicht im Ego fahre. Nein! Oh. Nein, nein, nein! Wie das aussieht.